Herzlich willkommen bei Next Move. Sonntagstestfahrt rund um Leipzig ist unsere Hausstrecke. Wir haben heute 5 Kandidaten am Start und wollen uns heute mal die großen Autos anschauen. Autobahnreichweite ist in dieser Klasse ein wichtiges Thema. Und die Autos, die heute am Start sind, wiegen alle mehr als 2 Tonnen und haben so jeder für sich so ein bisschen den Stempel der Stromfresser. Wir wollen uns anschauen, wie sie abschneiden. Ionity wird uns langsam zu eng an unserer Hausstrecke. Da sind nur 6 Ladeplätze, auch wenn wir heute nur zu 15, manchmal kommt noch jemand dazu. Deswegen sind wir heute ausgewichen hier ans Porsche-Werk Leipzig. 12x350 kW haben wir hier. Auf geht's! Schauen wir uns an, wer alles dabei ist. Wir sind heute komplett mit Nextmovern aufgestellt. Das heißt, alles Mitarbeiter von Nextmove. Kandidat Nummer 1 ist der Paul. Jeder durfte sich ein Auto wünschen. Skoda Enyaq ist am Start, nagelneu. Vielen Dank ans Autohaus Musil. Die haben uns das Auto heute gegeben. 150 kW, großer Akku natürlich. Das, was aktuell ausgeliefert wird. Kandidat Nummer 2, Stan vom Standort Leipzig. Das Auto ist ein Mercedes EQC. Sternautogruppe Standort Leipzig hat uns das Auto heute bereitgestellt. Der dritte im Bunde ist der Micha, auch ein Nextmover. Er ist heute unterwegs mit dem Polestar 2. Das Auto ist von Nextmove. Was macht die Feuerwehr hier? Die wollen auch mal eine Runde fahren. Das ist die Marie vom Standort Leipzig und sie hat sich den Jaguar I-Pace gewünscht. Den wollte sie schon immer mal fahren. Das Auto wurde dankenswerterweise bereitgestellt vom Stan. Und Auto Nummer 5 ist der BMW iX3, bereitgestellt von der BMW-Niederlassung in Leipzig. Und den fahre ich selber. Es ist die höchste Dachlinie. Ich bin der größte Fahrer. Auf geht's. Wir bei Nextmove achten natürlich immer auf gute und faire Testbedingungen für alle Autos. Gute Bedingungen heißt nicht, dass die Sonne scheinen muss, denn das Wetter ist ja für alle Autos gleich. Was nicht gleich ist, ist aktuell noch die Akkutemperatur. Denn ein Auto hatte heute schon 100 km Anfahrt, hat den Akku warm und hätte dadurch einen Verbrauchsvorteil. Das wollen wir jetzt noch ausgleichen. Das heißt, wir machen die Akkus jetzt erstmal noch warm und dafür fahren wir noch eine Runde über die Autobahn. Rennstrecke schon mal gar nicht. Wenn, dann Rundstrecke. Da hinten ist sie. Fans unseres Kanals werden sie kennen. Hier am Porsche-Werk in Leipzig ist eine Teststrecke, die aber auch unter bestimmten Voraussetzungen für Dritte zugänglich ist. Und diese Voraussetzungen sind offenbar heute gegeben. Das heißt, wir gehen mal auf die Piste. Wir sind jetzt hier quasi in der Startaufstellung, machen hier noch ein paar hübsche Bilder. Und zum Sonntag war ja gerade die Strecke frei. Als normaler Ladegast darf man natürlich nicht einfach so mit seinen Autos hier auf die Strecke. Aber die Strecke ist auch für Besucher zugänglich. Und warum wir heute hier auf die Piste dürfen und was hier sonst noch so abgeht, das erzähle ich euch am Ende des Videos. Watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day, I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home, I'm on my way, on my way. OMW, on my way to you. Good at what I do, I'm OMW. OMW, on my way to you. Good at what I do. Ein paar Prozente ziehen wir noch mal nach. Der Akku des Porsche Taycan, der kriegt nämlich die Akkutemperatur gesagt, während ich hier in dem BMW nicht mal Prozentstand meines Ladestandes habe. Der Taycan-Akku war auf 25 Grad durch die paar Runden, also Akkus sind jetzt warm und wir fahren auf die Autobahn. Ich habe heute einen Kameramann mit im Auto, ohne Mundschutz. Der Kameramann kommt aus dem eigenen Hausstand. Wir sind also, mein Sohn ist mit unterwegs. Wir fahren heute Tempo 130 km/h und wollen sehen, wie weit die Autos unter diesen Bedingungen auf der Autobahn fahren. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir alle im Normalmodus oder Komfortmodus fahren, also kein Eco- oder Sportmodus. Heizung auf 20 Grad Celsius eingestellt, Sitz- und Lenkradheizung nach Belieben. They wanna judge me, I'll testify. Catch me on Insta, I'm verified. They want me quiet, I amplify. I'm on my way to the best thing that you've ever seen. You know that you bow to the queen. You lose all your senses and reason. I'll give you something to believe. Noch ein paar Worte zu den Außenbedingungen. 8 Grad plus, leichter Nieselregen, die Straße ist gerade so an der Grenze zwischen nass und trocken, aber wir sind eine ganze Zeit nur 80 jetzt gefahren. Straßenschäden, eine Baustelle haben wir noch, wird also etwas mehr Reichweite heute geben. Jetzt kommt hier das freigegeben Schild. Beschleunigungsvorgänge machen wir immer relativ soft, also ziehen die Autos langsam hoch, damit wir keine Kickdowns mit drin haben. Das würde zu viel individuelles Fahrverhalten in die Werte bringen und wir wollen ja die Autos testen und nicht die Fahrer.
Geschwindigkeit habe ich mit GPS eben nochmal überprüft. Ich habe bei Tempo 130 ungefähr 4 km/h Abweichung, Kilometer pro Stunde. Und die Absprache zwischen den Testfahrern lautete, auf 100 Meter dranbleiben, egal was der Tacho zeigt sozusagen, also kein Windschatten. Aber eben, wenn jetzt ein anderes Auto, was weiter hinten fährt, eine höhere Abweichung hätte, das heißt bei 130 den Anschluss verlieren würde, da lautet die Ansage, auf ungefähr 100 Meter dranbleiben und den Sichtkontakt möglichst nicht verlieren. Wer unsere Route noch nicht kennt, ein Blick aufs Navi. Wir fahren also Autobahnen rund um Leipzig. Wir haben 3 Autobahnkreuze bzw. Dreiecke und wir fahren immer die schnelle Route, also immer rechts rum sozusagen. Auf der Innenbahn, das heißt im Norden von Leipzig ist es die A14, im Süden von Leipzig die A38 und im Westen von Leipzig ist es die A9. Unsere Runde wird heute ein paar Kilometer länger. Das Autobahnkreuz war gesperrt, also unsere Ausfahrt rechts rum sozusagen, die schnelle Runde. Mit sowas rechnet man gar nicht mehr, das haben wir vorher nicht gecheckt. Es war vorher ausgeschildert und eine Umleitung über die Dörfer in Anführungsstrichen, da haben wir natürlich heute keinen Bock drauf. Das heißt, uns geht es ja um die Werte und nicht um das Ziel. Wir fahren einfach Autobahn, eine A9 Richtung Süden jetzt, also in die andere Richtung, drehen in der nächsten Ausfahrt, also drehen heißt ganz legal, ja, und fahren also entsprechend heute ein paar Kilometer mehr, umso besser, was die Werte angeht. Eben haben wir Nempitz passiert an der A9, der Ladepark, 8x Tesla Supercharger und 6x Ionity, wo wir heute nicht geladen haben. Das war auch gut so, denn Ionity Nummer 1 ist seit mehreren Wochen auf Rot und ein Audi e-tron war noch da. Das heißt, es wären erstens nur 4 Plätze für uns frei gewesen und zweitens natürlich wollen wir mit unseren Testfahrten nicht normalen Durchreisenden die Ladeplätze wegnehmen. Bevor wir ins Studio schalten zur Datenanalyse, noch 2 Sachen. Erstens, 2 Werte als Teaser kann ich euch schon verraten. GPS-Schnitt, also laut Handy, lag bei 110, 111 km/h. Das ist halt so, wenn ein paar Baustellen auf der Autobahn sind. Und mein Verbrauch liegt knapp über 26 Kilowattstunden, 26,1 jetzt Kilowattstunden pro 100 Kilometer im Verbrauch. Und jetzt erzähle ich euch aber erst nochmal, warum wir bei Porsche heute auf die Piste durften. Jetzt ist der Regen rausgekommen, ich werde also nass. Das ist natürlich nicht so schick an der Ladesäule, erst recht nicht schick, wenn es so schick ist wie hier. Das soll auch nicht so bleiben. Porsche Experience Center soll das Ganze hier demnächst umbenannt werden und dieser Ladepark wird demnächst umgebaut, zumindest außenrum. Er kriegt nämlich ein Dach. Porsche hat sich eine ganze Menge vorgenommen, auch was Elektromobilität angeht, nämlich vielleicht sogar, wenn Corona dann mal so ein bisschen vorbei ist wieder, dass man während seiner Ladepause hier vielleicht eine Taycan-Erlebnisfahrt auf der Rennstrecke buchen kann. Jetzt habe ich Rennstrecke gesagt, denn sie ist wohl auch sogar Formel 1 zugelassen. Normalerweise ist hier 24/7 offen für alle, jetzt natürlich nicht Corona-bedingt. Die Schranke geht aber sowieso auf für alle, die hier laden wollen. Es gehen die üblichen Ladekarten und ab dem 20. Mai gibt es ja auch wieder Autokino. Jetzt ins Studio zur Datenanalyse. Wir wollen nicht nur schauen auf die Verbräuche und wie weit die Autos gefahren sind oder wie weit sie mit einer vollen Akkuladung denn gefahren werden, sondern wir wollen auch noch ein bisschen aufs Geld gucken, nämlich wie viel kostet 1 Kilometer gekaufte Reichweite denn bei den einzelnen Autos und was kostet schnelles Laden auf der Autobahn, sprich wie hoch ist der Verbrauch in Euro und Cent auf die gefahrenen Autobahnkilometer. Werfen wir für die einzelnen Modelle noch einen Blick auf die groben Spezifikationen der Fahrzeuge, die am Start waren. Beim Preis haben wir immer den der Basisvariante für den getesteten Antrieb genommen. Und natürlich sagen wir euch auch, auf welchen Rädern die Autos unterwegs waren. Skoda Enyaq EV80, also großer Akku, 77 Kilowattstunden nutzbar, Heckantrieb mit 150 Kilowatt Leistung. Bei 160 Kilometer pro Stunde ist Schluss. Mercedes EQC 400, die Normreichweite ist nur nach NEFZ angegeben. Nach einem WLTP-Wert musste man ein bisschen suchen. Die 400 Kilometer sind deswegen nur geschätzt. Es ist das schwerste Fahrzeug im Test mit 2,5 Tonnen circa inklusive Gewicht des Fahrers, unterwegs auf 19 Zoll Winterreifen
bei 180 Kilometern ist Schluss. Alle Fahrzeuge sind zur Teilnahme am Umweltbonus berechtigt. 5.000 bzw. 6.000 Euro gibt es da vom Staat. Die sind bei den gezeigten Preisen noch nicht abgezogen. BMW iX3, das höchste SUV, aber nicht der schwerste. 180 Kilometer pro Stunde abgeriegelt, mit Heckantrieb unterwegs auf Winterreifen, beim Kofferraum im Mittelfeld unterwegs. Polestar 2 ist in 3 Antriebsvarianten inzwischen erhältlich. Wer freitags unsere News schaut, hat es mitbekommen. Wir sind unterwegs mit der großen Batterie und dem Allradantrieb auf 19 Zoll Sommerreifen. Batteriekapazität 75 Kilowattstunden ist auch hier ein Schätzwert, weil es keine Werksangabe gibt. Die gibt es nur brutto. Jaguar I-Pace EV400S, das Fahrzeug mit der größten Batterie und zugleich das teuerste Fahrzeug. 18 Zoll Winterreifen und einem Allradantrieb. Für all diejenigen, die die Werte gerne nochmal in der Übersicht sehen wollen, hat unser Producer Clemens natürlich auch diese Übersicht nochmal zusammengestellt und wir blenden sie euch an dieser Stelle ein. Unsere Teststrecke war insgesamt 114 Kilometer lang und wir schauen auf die Verbräuche laut Bordcomputer. Bei den angezeigten Streckenlängen gab es übrigens Abweichungen von weniger als 1 Kilometer, also sprich unter 1% Differenz in der Streckenanzeige beim Bordcomputer. Das heißt, wir haben keine Korrekturfaktoren in die Berechnung mit einbezogen, sondern rechnen mit den Werten der Fahrzeuge weiter. Die Verbräuche im Einzelnen. Skoda Enyaq 23,1, Mercedes EQC 27,4, BMW iX3 26,0, Polestar 23,4, Jaguar I-Pace 27,3. Für die Reichweiten, die die einzelnen Fahrzeuge unter den Testbedingungen erreicht hätten auf der Autobahn, das heißt Akku einmal von 100 auf 0 leerfahren, haben wir 2 verschiedene Berechnungsmethoden angewandt. Die waren bis auf 5 Kilometer auch beieinander, die Werte. Das heißt, wir haben dann immer den Mittelwert gebildet und das sind sie. Skoda Enyaq 333 Kilometer, Mercedes EQC 292 Kilometer, BMW iX3 284 Kilometer, Polestar 2 321 Kilometer und Jaguar I-Pace 310 Kilometer. Ihr seht, diese Werte liegen jetzt relativ nah beieinander. Wir haben natürlich auch einen Mix an Reifengrößen. Das haben wir euch eben nochmal gezeigt in der Vorstellung der Fahrzeuge. Teilweise Sommer-, teilweise Winterreifen. Wir haben einfach nochmal geschaut, wie weit reichen denn sozusagen Herstellerversprechen und Realität voneinander ab. Wir haben geschaut, wie viel Prozent des jeweiligen WLTP-Wertes haben die Autos in der Praxis geschafft. Die Werte im Einzelnen. Skoda Enyaq 65,9. Mercedes EQC gewinnt diese Disziplin mit 72,7%. BMW iX3 63,1. Polestar 2 67,8. Und Jaguar I-Pace 65,7%. Auch in dieser Disziplin lagen also die Schwankungen ungefähr im Bereich 10% zwischen den einzelnen Fahrzeugen. Das heißt, man kann sich da schon subjektiv davon leiten lassen, welches einem am besten gefällt und das kaufen. Kaufen ist unser nächstes Stichwort. Was kostet denn 1 Kilometer gekaufte Testreichweite in der Basisversion der einzelnen Fahrzeuge? Und auch diese Zahlen haben wir für euch aufbereitet. Beim Skoda Enyaq kostet ein Testkilometer 133 Euro, Mercedes EQC 227 Euro, BMW iX3 234 Euro, Polestar 2 162 Euro und beim Jaguar I-Pace 250 Euro und damit wieder der teuerste im Bunde. Ein spannendes Thema sind natürlich die Betriebskosten, insbesondere für Langstreckenfahrer auf der Autobahn. Wie schaffe ich es, Strom auf der Autobahn in die Autos reinzukriegen und vor allen Dingen, was kostet dieser Spaß? So ein Standort an der Autobahn bei Ionity kostet grob einfach mal 1 Million Euro. So als Hausnummer kann man sich das vorstellen. Natürlich auch Betriebskosten für Netzanschluss, für die Parkplätze dort an der Autobahn. Und wenn Tesla so einen 20er oder 40er Supercharger da raushaut, dann sind das möglicherweise sogar mehrere Millionen Euro. Und das Geld muss irgendwo herkommen und der Strom kostet in der Regel ein paar Cent mehr als zu Hause. Bei Ionity gibt es die sogenannten Clubmitglieder, das sind die Anteilseigner. Die bieten den jeweiligen Fahrzeugmarken Tarife mit Grundgebühr. Das heißt, für Vielfahrer zahle ich eine monatliche oder jährliche Pauschale. Und dann kann ich quasi zum Hausstrompreis, meistens so um die 30, 35 Cent, auch unterwegs den teuren Ionity-Strom sozusagen zum Hausstrompreis laden. Bei Tesla gibt es keine Grundgebühr, da kaufe ich das mit dem Auto quasi dazu. Und es kostet in Deutschland aktuell 36 Cent. Ein Tesla war nicht dabei, wir wollen aber das Tesla Model Y, weil es ein spannendes Fahrzeug ist, mit in die Berechnung sozusagen aufnehmen, um auch mal den Vergleich zu sehen. Das kostet es bei Tesla, das kostet es bei Ionity.
und haben einen Verbrauch von 20 Kilowattstunden angenommen. Wir haben nämlich das Tesla Model Y in einem Fahrtest auf einer deutschen Autobahn schon getestet. Damals auch bei 130 Kilometer pro Stunde. Das Wetter war damals ein bisschen besser als bei uns im Test, aber die Durchschnittsgeschwindigkeit war auch höher, um 10 Kilometer pro Stunde, nämlich was am Ende rauskam. Insofern könnte der Wert relativ gut passen auf unsere Vergleiche. Warum Ionity? Es gibt ja auch NBW oder Allego. Ionity ist nach unserer Erfahrung sowohl was die Netzabdeckung in Mitteleuropa angeht, als auch was das Ladeerlebnis angeht, nämlich dass da viele Ladestationen an einem Ort stehen, relativ nah dran an Tesla, aber man braucht eben eine Clubmitgliedschaft und Clubmitglieder haben wir 3 und 3 andere. Auch dort gibt es Angebote der Hersteller für schnelles Laden sozusagen zum Fahrzeug dazu, aber man muss diese Tarife natürlich nicht nutzen. Als Vergleichsgrundlage, wenn wir über Autobahn reden, nehmen wir einen Vielfahrer, der im Jahr 10.000 Kilometer auf der Autobahn schnell lädt. Es geht also nicht nur um die gefahrenen Kilometer, sondern tatsächlich auch um die nachgeladenen, schnell geladenen Autobahnkilometer. Das heißt, wenn ich zu Hause losfahre mit einem vollen Akku und eine Tour von 500 Kilometer habe, dann muss ich ja nur einmal schnell laden und habe dann sozusagen auf dieser Tour nur vielleicht 200 schnell geladene Kilometer. Wir rechnen mit 10.000 im Jahr. Das entspricht dann je nach Fahrprofil sicherlich einem Aufkommen von 20.000 bis 40.000 gesamtgefahrenen Kilometer, also ein Vielfacher. Wir starten mit Skoda. Skoda Enyaq hat den Skoda Powerpass. Es gibt eine monatliche Grundgebühr von 9,99 Euro, dann 30 Cent bei Ionity. Wir kommen auf 18 Stromkosten pro Kilometer. Mercedes EQC Charge Me heißt der Tarif. Ich muss 2 Pakete buchen und komme in Summe auf 255 Euro im Jahr, kann dann für 29 Cent tanken bei Ionity und komme auf 11 Cent pro Kilometer. Als Annahme haben wir bei allen Autos 5% Ladeverluste noch mit draufgehauen übrigens, denn auch beim Schnellladen fallen Ladeverluste an. Zum Beispiel, wenn das Auto sich den Akku heizt oder kühlt. Das heißt, schnelles Laden ist im Hochsommer oder besonders im kalten Winter ein bisschen teurer als in der Übergangsjahreszeit. Auch bei Tesla ist es übrigens so, dass dieser Strom mitkassiert wird. Ihr seht im Display zwar die nachgeladenen Kilowattstunden bei eurem Tesla, aber rechts unten, wo die Kosten laufen, diese beiden Zahlen, die laufen nicht ganz synchron und 1, 2, 3, 4, 5 Kilowattstunden je nach Ladevorgang kann es da also Differenz geben. BMW iX3 kann sich buchen, BMW Charging, dort gibt es ein Ionity-Paket und 35 Cent kostet dann die Kilowattstunde, macht 11 Cent. Jetzt kommen die Knackpunkte. Polestar 2 hat eine Partnerschaft der Hersteller mit Plugsurfing, aber keinen Ionity-Spezialtarif. Dort kostet es ohne Grundgebühr satte 1,09 Euro pro Kilowattstunde. Das treibt natürlich die Kosten ins Unermessliche, wird kaum ein Kunde bezahlen, 27 Cent pro Kilometer. Ähnlich ist es bei Jaguar, auch dort ist Plugsurfing der Partner, aber den Kunden wurde ein Platin-Tarif angeboten, wo es gegen Grundgebühr im Bereich 10 Euro einen Tarif von 52 Cent für schnelles Laden, egal an welcher Ladestation, gibt. Wenn wir diesen Tarif buchen, kommen wir auf 16 Cent pro Kilometer. Und zum Vergleich noch das Tesla Model Y, natürlich geladen am Supercharger ohne Grundgebühr, aber ich muss das Auto, das passende, besitzen. 36 Cent pro Kilowattstunde in Deutschland komme ich genauso wie beim Skoda Enyaq trotz weniger Verbrauch auf ungefähr 8 Cent. Wer auf die Nachkommastellen schaut, wird feststellen, dass das Tesla Model Y aber 0,9 Cent unter dem Skoda Enyaq liegt. Ihr habt es gesehen, bei Polestar und Jaguar sind die Tarife nicht besonders attraktiv, die Hersteller bieten, aber es gibt ja noch andere. Wir haben es mal gerechnet ohne Grundgebühr mit EVego. Dort kann man aktuell für 49 Cent bei Ionity laden. Die ersten 3 Positionen im Club, die bleiben also. Und wir kommen beim Polestar 2 auf 12 Cent und beim Jaguar I-Pace auf 14 Cent. Kommt also dem Ganzen schon etwas näher. Beim Thema Ionity scheiden sich die Geister, deswegen haben wir es hier auch nochmal gemacht und wir sind auch noch nicht fertig. Es ist ein Premium-Anbieter, wenn man kein Abo hat, dann ist es teuer, aber ihr habt gesehen, für die Vielfahrer mit Abo ist es nicht teurer als am Tesla Supercharger. Sind wir ein Ionity-Werbekanal? Nein, sind wir nicht. Wir haben gleich noch eine Berechnung. Davor aber noch eine Frage, warum braucht man eigentlich diese Grundgebühr oder warum wollen einzelne Anbieter, insbesondere wenn sie so eine Marktposition wie Ionity haben, so eine Grundgebühr? Da habe ich einen Vergleich. Mobilfunk, früher vielleicht so, ich weiß nicht, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, als es die ersten Handys gab, da habt ihr für jede SMS bezahlt, im Prinzip für jede Kilowattstunde. Und heutzutage haben wir eine Grundgebühr, da können wir so viel telefonieren und so viel SMS schreiben oder anderen Nachrichtendienste, wie wir wollen. Es gibt vielleicht noch ein Datenvolumen, so grob als Einstufung des Tarifes, aber eigentlich ist es eine Infrastrukturabgabe über eure Grundgebühr, dafür, dass da ein Mast steht, dass ihr eure Daten habt und machen könnt, was ihr wollt.
Und so ein bisschen ist das auch mit dem Ladenetz dieser großen Anbieter. Die haben hohe Fixkosten, hohe Investitionskosten, hohe monatliche Kosten für Anschlussgebühr. Und das bisschen Strom, was da noch kommt, das fällt dann nicht so hart ins Gewicht. Deswegen die Tarife mit Grundgebühr, die für Vielfacher durchaus sehr lohnend sind. Wenn ihr aber nicht bei IONITY laden wollt, dann haben wir trotzdem nochmal nachgerechnet und sind auf den Hauptwettbewerber NBW gegangen. Dort kann man natürlich nicht nur bei NBW laden, sondern über die App sind im Roaming auch viele andere Anbieter buchbar und entsprechend auch in der App gekennzeichnet, dass ihr da Strom bekommt. Dort könnt ihr für 4,99 Euro monatlich einen Vorteilstarif buchen und dann für 39 Cent schnell laden, überall wo ihr wollt, aber eben nicht bei IONITY. Und da rutschen die Autos noch ein Stück näher zusammen. Wir haben mal nachgerechnet. Auch das Tesla Model Y haben wir jetzt in diese Berechnung mit hineingenommen und lassen es nicht mehr am Supercharger laden. Und ihr seht die Werte ganz dicht beieinander, wie an einer Perlenschnur sozusagen. 9, 10, 11, 12 Cent, alle nah beieinander. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. So richtig habe ich euch noch gar nicht erzählt, warum wir denn bei Porsche nun wirklich auf die Rennstrecke durften. Porsche findet Elektromobilität cool, vor allen Dingen kommen da neue Kunden und neue Zeiten auf das Unternehmen zu, extrem spannend. Und wir waren natürlich in guter Erinnerung geblieben, denn vor etwas über einem Jahr haben wir gemeinsam mit Porsche dort den Schnellladepark in Betrieb genommen und hatten 200 Autos dort, Elektroautos am Start, 7 Stunden Dauerfeuer auf den kompletten Ladepark. Für heute bleibt es mir nur, mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Video. Die ersten, die fahren hier nach Hause jetzt, die anderen laden noch ein bisschen. Schaltet wieder ein bei Next Move. Wir wollen uns demnächst auch kleinere Autos im direkten Vergleich mal anschauen. Natürlich nicht auf der Autobahn mit dem Kleinwagen, da lassen wir uns was anderes einfallen. Bis zum nächsten Mal.